komm Junge, gib alles, 111 machen wir noch. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ich habe jetzt ein neues Mikrofon drin und bin mal gespannt, wie sich das anhört. Ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Mikrofon findet. Ja, so von der Geschwindigkeit jetzt auf 70, also 108 oder so auf 70. Ja. Ja, es ist echt blöd mit hier mit der GoPro, dass ich da jetzt so Probleme habe mit der Tonqualität. Und hier dieses Video habe ich jetzt mit einem neuen Schnittprogramm bearbeitet. Da hoffe ich ja, dass die Qualität auch besser ist. Und ja, müsst ihr auf jeden Fall mal drunter schreiben, wie ihr das findet. Ja, wer hat's geglaubt? Ich bin wieder auf dem Heimweg von der Arbeit. Und habe mir gedacht, ja, nehme ich mal was auf. Und zwar wollte ich euch mal sagen, ich wollte mal ein Video machen, wo ich mit dem Speedfight auf die Autobahn fahre. Oh, weil ja, einige fragen sich natürlich, ja, wie ist es denn mit dem 125er auf der Autobahn? Und vor allen Dingen hat ja der Speedfight noch nicht einmal 15 PS voll. Und ja, so wie die meisten halt, ne? Und das werden wir auf jeden Fall mal testen. Oh, ist das schön. Heute ist es richtig schön warm an der Mosel. Und das macht voll Bock, mit dem Roller zur Arbeit zu fahren. Das sind jetzt so von mir 30 Kilometer ungefähr. Und ja. Oh, mein Tank. Der blinkt ab und zu. Ich muss mal nachtanken. Aber es ist immer so windig hier an der Mosel. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt immer noch hören bei der Geschwindigkeit. Ah, ist schon auf jeden Fall heavy, wie wenig Windschutz der Speedfight bietet. Macht eigentlich gar keinen Bock, so schnell zu fahren. Aber ich will heim. Man hat nach der Arbeit immer so seine Rituale. Und ich muss ganz schön dringend auf Klo. Das ist echt der Hammer. Ja. Ist ja nicht mehr weit. Und er hat nicht gewunken. Das ist genauso. Weißt du, ich bin was Besseres, Typ. Alter Schwede, ey. Finde ich nicht schön, sowas. Echt. Wir sind alles Zweiradfahrer, Männer. Es gibt ja so ein geiles Bild. Da ist ein Typ auf dem Roller. Und dann sagt er, also was heißt der, sagt er? Da steht dann so darüber, irgendwie mit einem Roller für die Vagina zu lüften oder so. Ich habe mich totgelacht. Aber Alter, dann ich hab hier so einen Arbeitskollege, der kommt dann auch mit dem Motorrad ab und zu zur Arbeit. Und das ist dann voll blöd für den, ne? Mit dem Helm und so, ne? Also dann hast du den Helm hier an so einer staubigen an so einem staubigen Arbeitsplatz und ich kann meinen einfach ins Helm verpacken. Ja, also ja. Dafür ist ein Roller auf jeden Fall cooler. Wie gesagt, Landstraße mega gut hier der Speedfight, also gar keine Probleme. Da bist du eher sogar, wenn du willst, schneller als die Autos. Zum Beispiel jetzt, der fährt 100 und ich komme immer näher. Ja. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Und ich muss euch was gestehen, Leute. Ich habe so Bock auf eine Vespa irgendwie. Aber da schrecken mich die Preise total ab. Und nächstes Jahr soll sogar die neue Vespa, also mit der neuen Motorisierung kommen, mit dem iGet-Motor vom Medley. Mit den vollen 15 PS. Ja, Leute, aber so 5.500, 6.000 für so eine Vespa. Junge, Junge. Mein lieber Scholli, also das sind Preise, das ist echt, also, ja, das kann mir keiner erzählen, da zahlst du auf jeden Fall den Namen mit, ist so, auch wenn jemand das Gegenteil sagt, das, also für mich ist das so, ja, und vor allen Dingen ist sie ja auch was schwerer, ne, aber die, alter Schwede, ich habe letztens einen gesehen, ne, also, der hat so eine Lederjacke angehabt, so ein Jethelm, schön, und dann ist er da mit der Vespa gefahren,
Der sah so happy aus, der Typ, das gibt es nicht. Ne, kann natürlich sein, dass er an dem Tag vielleicht im Lotto gewonnen hat, aber ich glaube, die Vespa hat ihm so Spaß gemacht. Richtig geil. Und ach, keine Ahnung, ich denke die ganze Zeit schon da dran, ich habe voll Bock auf eine Vespa. Da muss man halt gucken, ne? Der Speedfight kostet nur die Hälfte und bietet in Anführungsstrichen mehr fürs Geld. Naja, das sind so Dinger. Ach, abwarten, Leute. Ob ich da nächstes Jahr überhaupt noch Bock drauf habe auf eine Vespa. Das sind ja immer so die anderen Sachen. Also ich warte immer so 30 Tage. Wenn ich mir irgendwas kaufen will, warte ich meine heiligen 30 Tage ab. Und dann weiß ich meistens, yo, will ich das noch haben oder will ich es nicht haben? Außer es ist ein Handy. Also ich bin ja so ein Typ, wenn ein neues Handy rauskommt, also hier so ein neues Pixel, dann habe ich das eigentlich direkt. Da fackel ich nicht lange. Sobald es draußen ist, habe ich es. Ja. Warum auch immer, keine Ahnung, ich stehe da voll drauf. Ich gehe ja Wochenends nicht feiern oder so, von daher ist das schon okay. Ah, der scheiß Wind. Also ich muss auch sagen, in meinem Helm kommt jetzt kaum Wind an. Ja, also ich merke in meinem Gesicht keinen Wind, aber man hört ihn. Ja, und das ist so laut hier im Helm. Also ich versuche meine Stimme nicht zu heben. Also ich kann mich schon kaum sprechen hören. Und das ist ein Nolan N64, wenn ich mich nicht irre. Ja, Alter, das ist so laut hier. Aber ich habe auch keinen Bock mit Gehörschutz zu fahren. Das ist doch kacke. Was ist das denn? Noch Gehörschutz beim Roller an? Ah, nee. Ja. Ah. Gut, ich muss sagen, es ist schon kalt. Also wenn ich jetzt hier so über 100 fahre, ist es auf jeden Fall kalt. Jetzt haben wir 107, 108, 109. Komm, 110. Komm, Junge, gib alles. 111 machen wir noch. Sieht schön aus auf dem Thumbnail. Mach doch kein Dinger. Nein. Mach 111 voll! Will er nicht! 110! Fuck! 111 wären so voll geil, so fürs Thumbnail. Ach ja. Aber das reicht. Das ist so flott. Das ist richtig flott. So. Ey, Leute, ich weiß nicht, was hier los ist, aber der pfeift. Wenn ich so schnell fahre, pfeift der Roller. Ist es das Getriebe? Wie kann ich denn das Getriebe testen? Ich höre mal gerade nochmal. So, bei der Geschwindigkeit jetzt nicht. Oder hört ihr das? Wenn ihr was hört, direkt hier drunter kommentieren. Ja, also es ist so ein leicht pfeifendes Geräusch. Und ich glaube, je schneller ich fahre, desto lauter wird es. Oder ich bilde mir das ein. Ich habe keine Ahnung. Weil. Ja, doch. Also, wenn ich vom Gas runtergehe und den Motor nicht mehr so stark höre, dann höre ich das. Ich weiß nicht, was es ist. Also, der fühlt sich gut an. Der beschleunigt super. Keine Ahnung. Ich guck mal. Wenn ich danach gucke, filme ich ab. So, und ich würde sagen, das Video ist lang genug. Haut rein, Leute. Peace.